Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ja, wir sind bereits in Folge 35 und ja, die Löwen werden erwachsen. Geschichte hier, das ist das, was wir schon erledigt haben. Der kleine Löwe hier wird auch bald erwachsen. Darum geht's auch. Wir hatten ja die Löwen und die Strauße uns dementsprechend schon größer angeguckt. Wir werden jetzt hier einfach mal die Pause rausnehmen, hier mal ein bisschen laufen lassen nebenbei. Und der kleine Löwe hier wird irgendwann nochmal gehen. So sieht das aus. Jetzt kommen die ganzen Mitteilungen, wer rausverfrachtet worden ist, wer wegverfrachtet worden ist. Weil wir von den Straußen eine ganze Reihe freigelassen haben im letzten Mal. Wir haben auch Löwen verkauft. Ihr seht selber, wir haben bei 29.000 Punkte sind wir angekommen. Unser Zoo läuft, wir haben fast eine halbe Million an Bord und unser Sterne-Rating steigt auch so langsam. Das Einzige, was hier noch nicht so oben ist, ist auch das Marketing. Da müsste man vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen. Tickets sind sehr günstig, ja. Wenn ihr das sagt. Dann heben wir es einfach mal an, ne? Mitarbeiterzufriedenheit ist 99%. Das sind die ganzen Diagrammgeschichte hier, Finanzen, Marketing. Ja, ich würde sagen, die lassen wir erstmal laufen, das Marketing hier. Händeschütteln hatte ich, glaube ich, schon alles durch. Ne, da hatten wir noch einmal. Okay. Der ist gerade am Geldautomaten. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja, unsere Leute laufen, rennen und tun hier. Technikforschung ist abgeschlossen. Das ist natürlich auch mal gut. Mitarbeitereinrichtung. Okay. Das heißt, da werden entweder Designs oder größere Sachen dann geforscht. Und ihr seht selber, hier gehen wir langsam aufs Ende zu. Ne? Wir sind hier noch dabei. Das ist auch nicht mehr weit. Und dann sind es noch zwei Sachen. Dann sind wir hier durch. Genau wie hier fehlt nur noch eine Stufe. Hier fehlen noch zwei Stufen. Hier fehlen noch zwei Stufen. Hier fehlen auch noch. Also das sind drei und das waren auch drei. Und dann hier oben auch. Aber da ist überall schon jemand dran. Also es ist nicht mehr viel. Und das meiste hier oben ist 1, 2, 3 als Design. Wir haben jetzt noch Fahrgeschäfte. Die werden wir zu Ende durchforschen. Dann werden wir uns auch mal angucken, ob wir davon was nutzen später hin halt, ne? Veterinärforschung ist jetzt auch gerade durch, stellen wir gerade fest. So. Die sind jetzt schon fast alle bei Krankheiten bei. Nur hier unser kleiner Kollege hier, der wird ne, noch erforscht, der Panda, weil da sind wir gerade erst bei und das ist auch nicht mehr weit weg, bis wir da die erste Stufe haben. Dann können wir gucken, ob wir ihn damit das Leben noch glücklicher machen. Wir haben ein paar Krankheiten auch schon komplett erforscht und wir sind auch bei einem ganzen Schwung Krankheiten bei. Okay. Wir machen mal Pause. Ich dachte, wir machen Pause. So, das ist irgendwie nichts mit Paarung. 2,8 Jahre alt, das ist Nachwuchs, ne, oder? Das sind die älteren Generationen, das ist alles okay. Das ist Nachwuchs, den ich ausgeschaltet habe. Das heißt, den packe ich auch noch mal weg. Also super viele Tiere haben wir hier eh nicht mehr drin. Bei der Straußengeschichte. Ne, 6 Jahre alt. 2,5 Jahre alt. Die gehört auch dementsprechend zum aktuellen Nachwuchs. So. Das sind alle die, die sich noch versteckt hatten, sozusagen. Ne? Und bei Zebras, ja, muss man auch mal gucken. Ich glaube, Zebras hatten wir jetzt einigermaßen. 11,2 Jahre. Das ist okay. Das Männchen mit 11 Jahre, das ist auf jeden Fall das Hauptpärchen sozusagen. Und das ist einmal Nachwuchs, der kommt ja dementsprechend jetzt nochmal weg. So, dann haben wir also die Tiere jetzt. Das sieht man nämlich bei hätte auch mal was. Jetzt haben wir eigentlich hier bei beiden garantiert keine Überbevölkerung, sondern jetzt ist hier jeweils nur noch ein Pärchen da. So sieht das Ganze aus. Also, ich drücke hier einmal auf Pause, damit wird hier was, die nehmen einmal die Pause raus, damit wird hier was eingepackt. Wir hatten ja zum Glück unseren Tierbereich hier schon gut ne? Bei denen hier haben wir eindeutig gelernt, abbrechen.
dass es einfach viel zu viele gibt, um die zu handeln. Ne, wenn das nicht gerade 4x100er Werte sind, dann kann man das abhaken, um es mal einfach so auszudrücken, wie es ist. Hier sollte ich vielleicht den westafrikanischen Löwen mal wieder rausnehmen aus dem Filter. Und mal gucken, ob wir hier noch andere Tiere reinnehmen, die wir dementsprechend noch brauchen. Hier schon wieder eine Forschung fertig, das ist gut, das dürfte aber... Ja, wir haben die erste Stufe beim Panda. Da können wir dann mal gucken, was das Schönes bringt. Wir wollten ja eh beim Panda schauen heute. Aber ich wollte jetzt erst eben die beiden, das heißt die beiden, erst eben die Tiere dann hier befreien. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie ihr gerade seht. Ne? Also wir befreien. Wir haben auch unsere anderen Tiere noch was verkauft, was wir noch von über hatten. Deswegen gab es ja auch noch einen Schwung Punkte. Es ist doch ein Männchen ist jetzt noch da, was wir verkaufen. Und das andere ist unsere Neubesetzung hier. Und hier haben wir noch ein Tier. Das werden wir auch einfach freilassen. Weil der Handelsaufwand lohnt sich jetzt nicht für Tiere, die groß unter 100 sind oder so. Wenn ich ein paar hundert damit machen kann, kann ich besser mit einem Tier handeln, als meine Liste überfüllt haben mit solchen Sachen hier. Ne? So, ich lasse jetzt hier die Pause mal raus. Streitereien und sowas sind ja gerade weg. Da haben wir die erste Panda-Stufe, seht ihr selber. Das haben wir gemacht. Da gehen wir jetzt gleich hingucken. Das kann man nämlich auch besser, wenn es hell ist. So, hier haben wir nur noch die Tiere, die drin sein sollten. Bis auf das eine, was halt verkauft werden sollte. Der Rest ist original, die Tiere, die wir brauchen. Und dieses Gehege hier ist komplett fertig. Da es noch nicht ganz hell ist, gehe ich jetzt hier noch einmal rüber zu den Bären. So, mache hier auch kurz Pause. Da sehen wir einen der kleinen Bären. Und der ist 5,2 Jahre alt, der Bär, okay. Der ist auch 5,2 Jahre alt. Und das sind die beiden erwachsenen Tiere. So, da habe ich jetzt alles wieder rausgenommen, dass die wieder dürfen, sozusagen. Ich werde jetzt einmal gucken. Zoopedia, das ist der direkte Griff. Ab wann sind die Tiere denn geschlechtsreif? 6 Jahre. Okay, das ist gut. Dann sehen wir nämlich selber, ne, das sind nur noch 0,8 Jahre. Dann darf unser kleines Pärchen hier verschwinden, sozusagen. Das ist schon der ganze Trick. Wölfe hatten wir ja schon aussortiert. Da sollten wir eigentlich relativ frisch gut bei sein. Wir hatten ja auch keine Alpha-Kämpfe und nix. Ne? Hier liegen die Wölfe sozusagen. Oder haben wir jetzt noch einen Wolf gehabt? Ich weiß es gar nicht. Hatten wir nur noch einen Wolf über und wir brauchten noch einen Wolf? Oh Gott, sollten wir vielleicht einfach mal in unserem Zoo gucken. Weil das wäre ja nicht so wirklich praktisch, wenn wir nur noch einen einzigen Wolf hätten. Dann ist das Gehege nicht mehr so wirklich attraktiv, ne? Ne, wir haben zwei Wölfe, wir haben noch ein Pärchen. Ne, ne, ist alles okay. Ne, das Tier, was von uns kam und das Tier, was wir aus dem anderen Zoo haben. Das ist alles okay. Ne, Wölfe hatten wir. Bären haben wir nachgeguckt, ist auch soweit okay. Löwen... Gucken wir nochmal fix rüber. Es wird ja langsam. Ich kann auch die Pause wieder rausnehmen. Löwen hatten wir ja auch soweit eigentlich zwei Männchen. Eigentlich nicht so gut. Das ist unser Alpha. Und das gute Tier hier können wir eintüten. So schnell geht's. Das hier ist 7,4 und hungrig. Da musst du was essen geben, wenn du hungrig bist. Ich mach mal Tierpfleger rufen. Hier rennt eine rum. Freut sich. Ja, das sind also die... Das war das eine Männchen, was noch über war, sozusagen. Aber das ist jetzt weg. Da können wir mal gucken. Da gehe ich mal auf Pause. Vielleicht kann man damit einen Flottentaler machen. So, das hat eine Attraktivität von 7000 und die Werte sind gar nicht mal so übel. Das würde ich sagen, damit handeln wir und legen noch ein bisschen nach sogar. Sorry dafür. Jetzt haben wir zwei männliche Löwen am Start und ich habe
wenn ich mich nicht täusche, hier alles wieder freigegeben, ne? Aha, hier kommt irgendjemand und hat einen Futtereimer. Das ist doch ganz praktisch. So, ja, die sind alle, wir dürfen uns paaren. Das ist doch schon mal gut. Es wird langsam hell, das ist auch schön. So. Giraffen haben wir noch nicht so wirklich das Problem, weil das ist nur ein Pärchen. Die Rappentierchen sind natürlich, ja, wahrscheinlich eins unserer nächsten Probleme, um die wir uns kümmern müssen. 1,6 Jahre alt. Ich mache noch hier auch mal kurz Pause. Zoopedia. Und 1,5 Jahre. Heißt also, der Nachwuchs hier muss eingetütet werden. Ja, der erwartet schon wieder Nachwuchs. Das ist super. Das ist auch gut. Das ist Nachwuchs, der weg kann. Das ist unser Alpha. Das ist Nachwuchs, der weg kann. Weg kann hört sich jetzt immer fies an. Das ist natürlich nicht fies gemeint, sondern das gebe ich natürlich weg kann, sprich an andere Zoos weitergeben kann und sowas, oder freigeben, ne? Das ist klar, dass ich das so meine, oder? Ja, hoffe ich doch. So, wir sortieren hier mal kurz aus. Einmal eintüten. So. Jetzt haben wir es hier eigentlich auch richtig gemacht. Das Einzige, was ich falsch gemacht habe, ist, dass ich nicht geguckt habe, welches von den Tieren hier nicht hingehört. Ja, die gehört hier nicht hin. Die können wir im Prinzip gleich freilassen. So schnell geht's. Ja, sich um die Tiere kümmern, wenn man erstmal eine ganze Menge hat, ist schon aufwendig, ne? Muss man zugestehen. Also das ist garantiert ein Weibchen, was wir nicht rausgeben. Das hier ist noch ein Männchen. Ist auch sonst nicht ganz so wild. Wir können sonst auch Tiere dementsprechend neu kaufen, ne? Weil es ist natürlich schön, wenn da schon 100er Werte dabei sind, ne? Das ist jetzt keine schlechte Bewertung hier. So, also ich bin jetzt hier immer der großzügige Freilasser, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Männchen hatten wir hier garantiert eins bei. So ein Weibchen ist das garantiert auch das Richtige. Und das hier wird auch noch was zum. Ja, okay, bei den Werten kommen, da drücke ich jetzt einmal auf Handeln. Da freut sich denn jemand, der gerade frisch sein Zoo aufmacht, dass er für wenig Punkte ein vernünftiges Tier kriegt. Und das hier ist dann auf jeden Fall noch ein Starterpärchen. Da habe ich wahrscheinlich jetzt eins mehr freigegeben, wie gedacht oder wie gemusst, aber. So ist es halt. Veterinärforschung. Das dürften eigentlich jetzt nur Krankheiten sein. Und wir scheinen wieder eine Krankheit durchzuhaben, sozusagen. Dann nehmen wir einfach stumpf die nächste dazu. So, und dann haben wir nochmal die Veterinärforschung. Nee, gar nicht. Designwelt. Okay. Aber wir sehen, wir haben so langsam unsere Leute über, weil wir einfach nicht mehr genug Rubriken haben zum Erforschen. So, aber es ist hell. Wir marschieren mal rüber. Wie geht es denn jetzt unseren neuen Mitbewohnern? Erstmal sehen wir, dass unsere Essensstände, die wir neu gesetzt haben hier, ne, ob alt oder neu oder wiederholt, das läuft eigentlich. Das ist schon mal gut. Ich habe auch noch ein paar, die ich noch gar nicht gesetzt hatte, ne?
Hier kommt als nächstes noch ein Gehege neben, damit der Sicht auf die Gebäude dementsprechend besser wird. Da wird auch die Laune der Leute besser. Ne? So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Wie geht's denn euch? Sozialverhalten geht es euch nicht so super. Euch gefällt der Platz noch nicht. Das Gehege ist zu klein oder zu voll. Das ist doch gar kein Problem. Sagt das doch einfach. Barriere bearbeiten. So. Erstmal, nee, erstmal mache ich das anders. Ich nehme jetzt hier Gelände. Und nehme erstmal Gras kurz. So. Mache hier jetzt mal ein bisschen das lange Gras weg. So. Mach hier noch ein bisschen das lange Gras weg. Und dann werden wir das nämlich einfach flächenmäßig ein bisschen erweitern. Ne? Ungefähr so wie das, was ihr jetzt hier seht. Deswegen werde ich jetzt hier nämlich auf das Tool erstmal schließen. Dann werden wir hier die Barriere bearbeiten. Und ich werde mal das eine Stück hier entfernen. So. Natürlich klar, dass das jetzt hier alles gerade komplett verkehrt rum funktioniert. Natürlich auch schön. Das müssen wir jetzt gleich mal eine Runde umdrehen. Das machen wir auch als erstes, mache ich. Aber nicht als erstes, sondern der Wolf wird sich bald paaren. Liest man gerne. Ist auch was Feines, gibt es da Nachwuchs. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal, weil die Folge ist leider schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Ich sage vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.